Wenn Sie Ihr Mein Büro mit dem Online-Banking-Zugang Ihrer Bank verbinden, können Sie viel Zeit sparen und sich die Arbeit leichter machen. Um ein Online-Konto einzurichten, klicken Sie auf Weitere Funktionen, Einstellungen, Bankverbindung. Für dieses Beispiel gehen wir davon aus, dass Sie ein neues Online-Banking-fähiges Konto anlegen möchten. Klicken Sie zuerst auf Neu und wählen Online Bankkonto aus. Nach einem Klick auf Weiter werden Sie aufgefordert, den Banknamen, die BIC oder die Bankleitzahl einzugeben. Im nächsten Fenster wählen Sie die richtige Zugangsart aus. Oft wird hier das PIN-TAN-Verfahren verwendet, wodurch Sie sich gegenüber Ihrer Bank mit einer persönlichen Identifikationsnummer, der PIN, ausweisen. Nutzen Sie dagegen eine Schlüsseldatei oder haben Sie ein Kartenlesegerät an Ihrem Computer angeschlossen, ist das Chip-Disk-Verfahren das Richtige. Erklärungen hierzu finden Sie ebenfalls direkt im Programm. Wählen Sie einfach das für Sie richtige Verfahren aus. In unserem Beispiel wählen wir das PIN-TAN-Verfahren. Nun werden Sie gebeten, Benutzererkennung und PIN einzugeben. Oft sind das die gleichen Daten, die Sie auch nutzen, um sich zum Beispiel auf der Webseite Ihrer Bank einzuloggen. Falls Sie sich unsicher sind, schauen Sie am besten in den Unterlagen Ihrer Bank nach. Danach werden Sie aufgefordert, das TAN-Verfahren auszuwählen. Haben Sie zum Beispiel eine klassische TAN-Liste auf Papier, wählen Sie ITAN aus. Erhalten Sie Ihre TAN per SMS auf Ihr Handy, wenn Sie eine Transaktion tätigen, ist Mobile TAN auszuwählen. Im nachfolgenden Fenster können Sie nun per Klick auf das Kästchen die Konten auswählen, die Sie mit Mein Büro verwalten möchten. Zuletzt haben Sie die Möglichkeit, den Konten abweichende Namen zu geben, damit Sie diese in Mein Büro leicht unterscheiden können. Ebenfalls treffen Sie hier die Auswahl, ob Lastschriften und Überweisungen per Einzel- oder Sammelzahlung gesendet werden sollen. Sammelzahlung heißt, dass Sie mehrere Überweisungen oder Lastschriften mit nur einer einzigen TAN an Ihr Kreditinstitut übermitteln können. Das bietet sich besonders an, wenn Sie viele Transaktionen abwickeln. Hierfür ist das Zusatzmodul Finanzen Plus erforderlich. Haben Sie den Assistenten erfolgreich abgeschlossen, verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf OK. Anschließend sehen Sie Ihr neu eingerichtetes Konto unter Finanzen, Zahlungen, Bank, Kasse. Übrigens, möchten Sie ein bestehendes Bankkonto, welches Sie mit Mein Büro bisher nur offline verwaltet haben, für das Online-Banking aktivieren, müssen Sie das Konto über Bearbeiten öffnen und das Häkchen bei Online setzen. Die übrigen Schritte sind nach einem Klick auf Weiter identisch mit dem zuvor erklärten Vorgehen. Sie haben bereits ein Online-Konto verknüpft? Dann sind Sie nun bereit, Ihre Online-Banking-Umsätze abzurufen. Wählen Sie hierzu das verknüpfte Konto aus und klicken Sie auf Umsätze abrufen. Nach Eingabe Ihrer PIN, ganz einfach über die Tastatur, werden die Umsätze in Mein Büro importiert. Rufen Sie das erste Mal Ihre Umsätze ab, kann der Abruf unter Umständen einen Moment dauern. Ihre Bank legt fest, welcher Zeitraum importiert wird. Oft sind das die letzten 3 Monate. Einige Banken stellen Ihnen aber auch Umsatzdaten des gesamten letzten Jahres zur Verfügung. Nach jedem erfolgreichen Umsatzabruf, in dem neue Kontobewegungen abgeholt wurden, öffnet sich der Zuordnungsassistent. So können Sie direkt beginnen, alle bisher nicht erfassten Kontobewegungen zu verbuchen. Da Sie den Zuordnungsassistenten jederzeit über weitere Funktionen öffnen können, schließen wir diesen für den Moment und werfen einen Blick auf alle abgeholten Kontobewegungen. Sie finden Ihre Umsätze in Form eines elektronischen Kontoauszuges in Mein Büro wieder. Durch die Filterleiste können Sie sich zum Beispiel Daten eines bestimmten Zeitraums, Empfängers oder anderer Kriterien anzeigen lassen. Sie können nun entweder eine einzelne Buchung über einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag öffnen oder den Zuordnungsassistenten, wie eben erwähnt, über weitere Funktionen starten. Durch den Online-Banking-Abruf sind Sie jederzeit auf dem neuesten Stand, was Ihre Ein- und Ausgaben angeht.